Guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu LS19 Real Farming und mit dabei ist der Herr Varuna und er war bei mir und wollte hier einen Häcksler verkaufen. Guten Tag. Ja, moin. Jawohl, den Häcksler, den will ich loswerden. Jo. Muss das Geld reinvestieren. Aber ja. Bringt er... Ja. 50.440. Ja, passt schon. Ja, mach ich dann... Kriege ich das Geld bar? Ja, das kriegst du gut geschrieben. Gut, danke. Bis dann mal. Tschüss. Tschüss. Ja. Hallo? Jo, Jürgen. Servus, Volker hier. Moin. Hi. Können wir uns mal treffen? Wo? Was ist denn jetzt los? Scheiß Schaltung hier. wie heißt denn das? Häcksler. Hacker. Ja, können wir machen. Wann? Jetzt. Ja. Gut, bis gleich. Wieder. Ciao. Ciao. Okay, so, weil ich brauche den Häcksler. Ich muss mir jetzt den Häcksler kaufen. Damit wir hier loskommen mit den Hackschnitzeln. Ich mache den Kohl jetzt hier fett. Wir starten hier durch und holen uns noch den Häcksler, nachdem den ja keiner will. Beziehungsweise vielleicht wird er nochmal ausgeschrieben, ob den jemand anders kaufen will. Und wenn ihn kein anderer kauft, dann kaufen wir den. Beziehungsweise werden wir halt gucken, was wir zahlen können. Um den auf jeden Fall zu bekommen. Und wenn ich beim Häcksler bin, muss ich auch mal gucken, was was der überhaupt kostet und was mein Feld macht. Da müssen wir auch reingucken. Und es kann sein, dass ich einen Service auf dem Sägewerk brauche, wurde mir gemeldet. Da müssen wir nachher auch vorbeischauen, weil es sein kann, durch das, dass ich die Bäume gefällt habe, das Sägewerk streikt. Das werden wir gleich mal überprüfen, nachdem wir uns den Hacker angeschaut haben. Haben wir hier eigentlich einen Tempomaten? Doch, der war auch voll. Okay. Weil der Tarot zeigt nur 50 an. Träger fährt aber 60. Interessant. Das war knapp. So, dann schaue ich mal schnell ins Tablet. Oh, sehen wir noch nicht alles. Ist das schon Endreif? Hohoho, muss ich gleich mal gucken. Thank you.
Oh, oh, nein, nein, pass auf, dass du da reinfällst. Holzlager. Aggregat. Aha. Ist der immer noch am Telefon oder was? Hi, du Bimbam. Achso, ich wollte, ja, warte mal, gucken wir noch mal. Rufe ich auch mal gerade Zellu an. Dieses Fass. Leon Müller vom LU hier, wie kann ich helfen? Hallöchen, ich hatte einen Auftrag rausgegeben, schon letzte Woche. Folge war Runa hier. 109 Düngen. Unkraut. Ja, muss ich mich bin auf dem Weg. Der Herr Cordes ist auf dem Weg. Ah, gut. Soll sich sputen, sonst ist es zu spät. Gedüngt ist schon, übrigens. Ja, ja, gedüngt ist, aber geht Unkraut hier nicht. Ja, ja, da bin ich gerade auf dem Weg. Der soll sich sputen. Danke, tschüss. Tschüss. Na, endlich. Moin. Wo treibst du dich denn rum hier, ey? Zeit ist Geld. Was denn? So, was soll denn die Kiste hier kosten? Ja, Moment. Hier sein Müll abgeladen. So, wo? Was? Wo Müll? Ja, hier, überall. Oh, weiß ich auch nicht. Alter. Was hat heute noch was? Jürgen. Dosten. Ja, was kostet denn das Ding jetzt? Jo, jetzt fahr doch mal runter hier. So, und jetzt? Was kostet das Ding jetzt? Moment, verrechnet. Ja, runtergefahren bin ich jetzt schon. Oh. Ist auch nicht recht, oder was? Ja, 75, passt schon. Kannst du das mal ausschreiben? Was? Na, das Ding hier, ob das nur einer haben will. Und wenn sie in 2 Tagen keiner gemeldet hat, dann kaufe ich's. Wisst ihr, wie ich mein? Gut. Können Sie mal reinschreiben für 75. Also 75 würde ich zahlen. Okay. Oh. Gut. Ja, erledigt. Gut, wenn sich bis Mittwoch keiner gemeldet hat, dann kaufe ich. Ja, ja. Gut, danke. Tschö. 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 So. Weil.
irgendwann muss es vorwärts gehen. Alter, so ein Vogel, ey. Jetzt spielt auch noch die Lenkung verrückt. Voll Honk hier. Volles Ding da. Gut, dann mit 75.000 sind wir dann aber eigentlich schon wieder pleite. Deshalb müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, was wir noch im Silo haben. Da liegt ja, glaube ich, noch Gerste rum. Und Dinkel eventuell auch. Mal gucken, was wir da aktuell für einen guten Preis kriegen. Hoffentlich. Dann können wir den nämlich noch verkaufen. Hoffentlich ist der rechtzeitig dran mit dem Spritzen hier. Jetzt ziehe ich das im LU wieder ab. Aber erst gehen wir jetzt noch ins Sägewerk und gucken mal schnell, was da los ist. Ob das stimmt, was die mir hier berichtet haben. Hoppala. Oder ob das eine Fake News war. Es wäre doof, wenn wir da einen Service machen müssten, weil das funktioniert erst nächste Woche. So, lass mal gucken hier. 34.000 drin und ist aus, weil kein Holz drin ist. Ist tatsächlich kein Holz drin, ist kein Holz drin. Gut, dann brauche ich aber trotzdem noch einen Baum, den ich da jetzt mal kurz testweise reinwerfen kann. Ich weiß nicht, ich guck mal, ich glaube, ich nehme mal den hier, wenn das geht. Nee, der will nicht. Der hier? Auch nicht. Oh Mist. Der hier? Auch nicht. Wie schaut's mit dem hier aus? Der ist vor allem groß. Und der steht auch sowieso ein bisschen im Weg. Was ist denn hier los? Auch nicht. Der hier geht. Na, auf jetzt. Gott. Den mal gerade auf meinen Grund und Boden holen hier.
Oh Gott, werden die Deichsel so verdreht? Warte mal. Guck mal gerade mal, dass wir hier. Sind da noch Hackschnitzlis drin? Ah ja, supi. Füllen wir die nämlich gleich mal nach. Gott. Gut, optimal mal. Ich hoffe, dass die drin bleiben. Dann haben wir ein gutes Testobjekt. Nein. Boah. Holla, die Waldfee. Das war knapp. Nee. Okay, also Stämme werden noch angenommen. Stämme werden angenommen. Sägewerk läuft. Da kommt ein bisschen was rausgetröpfelt. Es könnte ein bisschen wenig sein. Wir merken uns mal 10.158. Und hier sind es 68. Okay, das funktioniert noch. Haben wir gerade gesehen. Ah, dann gucken wir doch gleich mal. Dann kann ich nämlich Entwarnung geben. 10.158. Da war ist auch noch was reingegangen. Super, perfekt. Sägewerk läuft weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.